Hi, heute wollte ich das Video zu den Grundbewegungsmustern nochmal erweitern, um im Prinzip nach den Hüftbeugen, Kniebeugen, Druck und Zug ein weiteres wichtiges, eine Bewegungsform im Prinzip, und das wäre neben dem Heben, was wir sonst gemacht haben, das Tragen. Das heißt, wir heben das Ganze nicht nur hoch, sondern wir heben es und bewegen uns dabei. Sorgt für eine ganz andere Form der strukturellen Stabilität im Körper, weil, klar, wir heben einen Fuß, Becken muss stabilisiert werden, Rumpf muss sich stabilisieren. Im Prinzip hat man zwischen dem Fuß und der Hand, in der man trägt, Spannung zu wahren und das gut zu koordinieren. Schöne Übungen dafür zum Beispiel mit der Kettlebell, ein einseitiger Carry. Man könnte eine zweite Runde machen mit einer Carry in einem Front Rack. Oder gar eine Variante über Kopf, bei der man einfach, klar, den Hebel verlängert. Es ist ein bisschen mehr Instabilität da. Das heißt, der Körper muss lernen, vor allem aus der Körpermitte raus besser zu stabilisieren. Der Schultergürtel wird gut stabilisiert. Das heißt, baut auch öfters mal einfach das Tragen von A nach B in den Workout mit ein.